Das ist so ekelhaft. Bah! Ich kam gar nicht drauf klar, als ich das gesehen habe. Nee, ist das eklig. Hast du es erwartet? Ja. Na was? Simon Will. Wir zeigen uns jetzt gegenseitig TikToks und diese TikToks stellen wir möglicherweise nach, je nachdem, ob die irgendwie cool sind, ob wir uns vorstellen, dass wir die irgendwie nachstellen können. Und dann machen wir ein komplettes Video, wie wir diese TikToks nachstellen. Mhm. Das ist das, was wir jetzt tun. Wir haben jetzt hier diese ganzen TikToks, die haben teilweise ich rausgesucht, teilweise du, immer abwechseln. Und jetzt zeigen wir die uns. Nee, deine sind nicht lustig. Meine sind 100% viel lustiger als deine. Ja. Mhm. Aha. Mhm. Denkst du also? Ja, let's go. Ich würde sagen, die Leute entscheiden das. Ja. Ich hoffe, ja. Es sind nicht so viele Dodi-P-Fans. Team Dodi. Team Will hat schon so einiges in die Flucht geschlagen. Der erste ist von mir. Der erste hier ist von mir, okay? Ja. Du siehst. Ich feiere diesen Hund einfach übertrieben. Das ist echt süß. Das ist geil. Das war auf jeden Fall nice. Das können wir nachstellen. Mit Simon als Hund. Aber das war eigentlich ein TikTok, den habe ich gar nicht rausgesucht mit der Intention, dass wir den nachstellen, aber machen wir dann halt. Wir müssen halt nur überlegen, wo ich halt reinspringe. Okay, nächstes TikTok. Da musst du jetzt die Bedienung machen, okay? Weil du es mir jetzt zeigst. Your horse, which is your partner, you can't do anything without your horse. Your horse can kill you with his own... Warte mal. Also, wie kann das sein, dass da... Also, wie haben die dieses Pferd ins Klassenzimmer bekommen? Achso. Okay, und das meinst du, ist jetzt besser als der TikTok, den ich gerade mit dem Hund gebracht habe? Ist halt gestörter. Ich wäre mir nicht so sicher. Aber ich finde den Hund halt gestörter. Ist ja Hund. Ja, aber das guck mal, ja, der springt in den fucking Laubberg und ja, dieser und Mensch läuft der halt. Der Mensch rennt, als wäre es ein Pferd. Aber ja. Letztendlich entscheiden ja die Leute. Leute, in den Chat. Stimmt, schreib mal. 1-1-1, guck mal, alle sagen, ich verstärke. 1-1, alle sagen 1, ja. Alle sagen 1. Okay, 1, der Punkt geht an mich. Okay, dann jetzt die nächsten TikTok. Jetzt erstmal wieder meinen, okay? Bist du bereit? Ja. Okay, also. Woo, okay, der ist stark. Sehr stark. Kannst du den? Sorry, buddy. Du kennst auch den Typen wahrscheinlich. Oh! Digga, das ist heftig. Gestört. Das sind eher so krasse gestört, Videos, Alter, gestörter TikTok. Das Ding ist, dieser Zach King ja. ist halt der heftigste. Der war früher auf Vine schon der heftigste. Der hat damals auf YouTube angefangen als Final Cut King. Und jetzt macht er einfach diese absolut heftigen TikTok. Der ist so krass. Ja, Mann. Guckst du den? Generally? Nee. Also juckt dich auch. Du so, ja, Mann, der ist so krass, guckst du den? Nee. Auch hier wieder, ich frage mich immer, wie er es wirklich macht. Also noch einmal diesen Moment angucken. Nicht nachstellen. Ha, doch, das wäre schon auch lustig, wenn wir den irgendwie nachstellen mit irgendeiner Badewanne oder sowas. Weißt du, voll auf Billo. Oh, ja. So eine Billo-Version davon. Ja. Finde ich nice. Das ist gut. Okay. Ja, okay, perfekt. Da machen wir das auch. Da müssen wir halt nur überlegen, so, wer von uns beiden macht das dann quasi bla. Ach, ich bin dran, ne? Your turn. Okay, ich bin gespannt, wer jetzt kommt. Okay, du musst mir... Ich habe mich jetzt kaum wieder. Die ist wirklich, ich glaube... Mutterzwiebel? Kennst du die? Nee. So gestört. Okay, du setzt hohe Erwartungen gerade. Ja. Okay, oh, das Video geht. Ich habe mich jetzt 3 Monate auf dieses Video vorbereitet. Es beginnt mit mir auf dem Klo. So, jetzt bin ich fertig. Hallo Leute, ich war jetzt 3 Monate nicht da, weil mich meine Augenbrauen so gestört haben. Deswegen werde ich sie jetzt entfernen und zu meinen Wimpern werden lassen, damit sie einfach nicht mehr so auffallen in meinem Gesicht. Richtet euch einen Schminktisch ein mit Huhn. Jetzt braucht ihr Schere, Kleber, Wimpern und Augenbrauen und ganz viel Liebe. Okay, jetzt kann das Bleh- bzw. Endhaaren auch schon beginnen. Dafür schneidet ihr einfach immer ein bisschen eure Augenbraue ab und klebt sie an euren Wimpernkranz. Ich nutze hier auch ein paar Kopfhaare, mit denen ich auch meine Barthaare verlängere. Dann streiche ich meine Augenbrauen noch einmal durch, um den Effekt zu verstärken und nutze Wimperntusche überall. Und fertig ist die Laube. Ich kann jetzt endlich wieder unbeschwert rausgehen und meinen Alltag bestreiten. Meine Augenbrauen. Vielleicht könnt ihr sehen, dass meine neuen Wimpern majestätisch im Wind wehen. Genau diese Wirkung wollte ich. Ich bin extrem zufrieden mit dem Ergebnis. Doch, okay, die ist stark. Ist richtig gut, die ist heftig. Die aber, ist so die, gestört. Aber die kann ja nicht jedes TikTok so machen, oder? Doch. Oh mein Gott, du musst sie hier reinziehen. Also wenn die jetzt nicht für 2 stimmen, dann... Das finde ich aber ein starkes Battle. Finde ich ein gutes Battle. Weil hier halt wirklich die Frage ist, ob die Leute halt eher aus so richtig gestörten Abfuck-Scheiß abfahren wie die. Ey, wenn wir das nachstellen, können wir doch nicht nachstellen. Was willst du machen, wenn wir das nachstellen wollen? Gut, das können wir jetzt echt nicht nachstellen. Oder halt auch wieder auf dumm, aber es ist halt irgendwie nicht cool. Ja. Wenn man halt nicht wirklich irgendwas Krasses macht mit den Augenbrauen, ist halt nicht cool. Hallo Leute. Ja, spielen könnte ich es auch so. Hallo Leute. Heute. Machen wir etwas. Ja, doch, dann lass. Guck mal, dann machen wir. Dann stellen wir das in der Form nach, dass wir so. War überhaupt nicht lustig. Aber vielleicht auch, weil wir gerade in dieser Situation sind. Aber ja, gerade das mehr 2. Das mehr 2. Ja, shit, das mehr 2. Alle Beauty-Kanäle hab's genommen. Ja, das ist das Ding. Wir könnten zusammen halt quasi zu zweit dann sie so nachstellen, parodieren, so auf dem, vom Style her. Dass wir beide so reden, so: Hallo, wir haben uns heute zusammen was überlegt. Ja, heute machen wir das. Und dann wäre schon. Aber wir machen einfach irgendwelche anderen weirden Sachen. Aber, warte. Boah, ich sehe. Ja, guck mal, doch. Viel mehr 1. Viel mehr 1. Du hast wieder verloren. Was? Du kannst diese Menschen hier nicht so gut einschätzen. Oh.
wir machen weiter. Ja. Die nächste Runde. Ich hab richtig Bock, okay? Ja. So. Boah. Stärkster TikTok. Der ist übel stark. Ich habe den so angeguckt und ich dachte mir schon so, ja, das ist cool. Den kann man wahrscheinlich mit reinnehmen. So. Ich will gar nicht spoilern. Ich will absolut nicht spoilern. Guckt dieses TikTok so unvoreingenommen, wie ihr könnt, okay? Und den kann man dann richtig gut nachstellen, weil das können wir halt einfach dann zu zweit machen, okay? Okay, let's watch. Hast du es erwartet? Ja. Na was? Du kannst es doch nicht erwartet haben. Hä? Das ist doch offensichtlich. Nein. Ich bin vorhin so rumgelaufen draußen so, in der Öffentlichkeit. Und draußen ist halt Karneval gerade so. Ich laufe da so rum, ich gucke das so. Ja, okay. Die Situation kennt man so, das kennt man so. Kann man gut nachstellen. So. Und dann auf einmal kam dieser Endjoke. Ich bin so richtig abgekackt. Ich so, aber ich fand doch diesen Soundeffekt ja, so das ist stark. Egal, das guck mal, guck mal. Diesen Moment. Ja, okay, Leute, dann jetzt kommt Doreens konkurrierendes TikTok, okay? Ich und dann muss mal gucken, was eins ist. Warte, das ist richtig. Okay, warte, das ist einfach nur ekelhaft. Dann wird's verlieren. Ja, ich glaube. Das wird, auch. Das wird definitiv verlieren. Ja. Okay. Oh nein. Nein! No! Das ist ja abartig, das stellen wir nicht nach. Ist das? Das ist so ekelhaft. Bah! Ich kam gar nicht drauf klar, als ich das gesehen habe. Nee, ist das eklig. Juhu. Das ist so ekelhaft. Vor allem, also... Aber der Spucke, diese Spucke sah immer so gleichmäßig aus. Es war irgendwie... Voll beeindruckend. Ja, genau. Es hatte sowas Satisfying-mäßiges, wollte ich gerade auch sagen. Aber viel zu viel für einfach so richtig eklig. Voll ekelhaft. Okay, machen wir weiter. Du bist... Ich hoffe, da kommt was Starkes jetzt. People say I look like a llama. Ah ja. Ah, das kenne ich. Das hat Billie that face looks like a llama. Tell me it doesn't. If I go... So, guck mal tell hier. Me that doesn't look just like a llama when they eat. Tell me, you know what I mean? Ey, ich find's voll süß, wie sie so richtig convinced ist, so, oder? Ja, das hab ich schon. Du hast es gesehen? Ja. Okay, dann flasht es dich nicht, aber ich hab mir gedacht, es ist einmal Billie Eilish, die feiert sowieso irgendwie jeder und ich feier die auch voll. It's my turn. It's your turn. Ah, das ist richtig lustig. Lustiger als Billie Eilish? Yeah. Which nationality do you resemble most? Same flags, like it's not even like trying to switch it up. Yes. Ja, gut. Ich habe mir das eben alleine angeguckt. They're magically delicious? Ich habe es eben alleine im Zugang geguckt und musste so loswerden. Echt? Ich fand's richtig lustig. Also, na, no, ich nicht. Oh Mann. Aber ich fand, da war so einmal dieser witzige Moment, wo sie auf einmal dann danced. So, ja, das war lustig. Und dann wurde es aber es war zu lang gezogen auf jeden Fall. Kann man schon machen. Was hatte ich davor gerade nochmal? Mit Billie Eilish, gell? Ja, ich schreibe alle drei. Drei? Das heißt, sie wollen einen Scam. Weil es gibt nur eins und zwei. Eins für Simon, zwei für Doreen, genau. Guck, die schreiben alle mehr zwei. Eins, zwei, oh, ist mega ausgeglichen. Eins, eins, zwei, zwei, zwei. Das will ich. Okay, wir machen weiter. Ja. Getickt ist. Gerade. Das hat mich am Ende des Tages überzeugt. Da habe ich mir gedacht, boah, den muss das ich mit reinnehmen. Hart. Kennst du die ganzen Videos davon? Ja, ja, es gibt, der, gibt der, ist ja ein Monster. Der Trend ist doch nicht so neu, deswegen habe ich mir überlegt, soll ich mit reinnehmen. Guck mal, wie hardcore er hier aufgefüllt hat. Hart. Das ist eine Investition, die muss ich wertschätzen. Deswegen, Leute, silly guy, Ehre geben. Und er hat auch diese Tomaten. Das fand ich richtig süß. Das ist übel süß. Und du musst dir halt vorstellen, wenn er den Ventilator anmacht, dann schwingt er hier so richtig im Raum rum. Dann zeigst du deins, oder? Achso, ja. Kommst du dagegen an? Das kennen bestimmt ein paar Leute, die auf TikTok sind. Ich kenn's nicht. Liebe tut weh. Du warst das größte Geschenk. Und wenn ich nachts an dich denk, dann wird es warm. Du bist das Feuer in meinem Herzen, das brennt. Denn Baby, nur du bist der Grund, warum ich untergehe. Yes, er liebe sie, tut. Hä, das war's? Ich hab die ganze Zeit auf die Pointe gewartet. Nee, das ist halt das. Das war voll der Trend. Da haben so richtig viele weirde Leute mitgemacht und auch so Kinder und so. Und die haben dann immer so getan, als wären sie so voll in Love gewesen. Also mit 13 oder so. Mit den Bildern zerrissen und so. Dann stehen die vorne irgendwie so, Liebe tut weh. Und dann sind die danach immer so in Slow-Mo weggerannt. Das ist so lustig. Ach, und das ist eine Parodie darauf. Ja, nee, die haben das alle ernst gemeint. Die meint das auch ernst. Ach so. Ja.
Ich schwöre, ich dauere. Es gibt so viele Videos so. Ich weiß nicht, ob die Leute das kennen. Ich habe dieses Feeling, ich bin zu alt dafür. So irgendwie. Also ich finde das halt, ich fand das ja, so das richtig ist, so. Ja, das ist. Man muss da, glaube ich, den Trend kennen. Ja. Oder? Scheiße. Ich wollte es unbedingt mit reinnehmen. Leid. Ich, ja. Ich wollte den Vibe nicht killen jetzt, aber. Jetzt kommt aber wieder meine. Ja, ich kann mich kaum halten vor Aufregung. Siehst du, wie ich. Du Arschloch. Ja, okay. Ah! Oh, strongest one! Digga, der wird so oder so rasieren. Egal, ob man den kennt oder nicht, der ist einfach jedes Mal köstlich. Du kennst ihn wahrscheinlich, gell? Mentos sind cooler. Nee, aber dieses TikTok. Nee. Echt? Du kennst nicht mit der Oma? Nein. So, der ist so stark. Allein dieser Frame, Digga. Okay, bist du bereit? Ja. Okay. You know, I found out the hard way the last time that I tried this. And I haven't seen this done with any other sodas before. And I just don't think it's gonna be as crazy. Hast du es echt nicht gekannt? Nein, ich kenne das nicht. Die ist richtig cute. Digga, ich liebe sie. Gibt es diesen Moment. Oh mein Gott. Das geht so schnell. Hold on again. Okay. I love it, Alter. Gut. Ey, wir haben gar nicht mehr über das Nachstellen geredet, gerade die letzten zwei, drei TikToks. Also da müssen wir uns drum streiten, wer das nachstellen muss. Gucken wir dann. Wir können es auch beide nachstellen, oder? Oder wir machen, wer hier gewinnt. Der muss es halt nicht nachstellen dann. Okay. Aber gut, dann ganz klare Entscheidung. Ich habe auf jeden Fall gewonnen. Tut mir leid. Das waren auf jeden Fall unsere TikToks. Die werden wir jetzt dann nachstellen. Daraus machen wir quasi ein gesondertes Video. Und ich muss mal noch gucken, ich muss mal überlegen, auf welchen Kanal ich das hochlade. Weil ich habe sowieso schon länger vor, wieder auf dem Main-Channel aktiv zu werden. Dadurch, dass der Freunde-Kanal sowieso nur so in erster Linie ein Highlight-Kanal ist, habe ich sogar irgendwie so die Idee, das auf den Hauptkanal hochzuladen. Wenn wir so TikToks nachstellen, weil das halt voll geil ist. Das ist schon geil. Okay, dann schaut bei Doreen auch vorbei. Direkt mal Doreen ein Follow da lassen. Ja. Weil sie braucht so ein paar strong Team Will-Members, wisst ihr? Und dann, ja, sehen wir uns. Simon Will.